meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Stephanie, Girl Next Door, und in diesem Video werde ich euch heute meine liebsten Winter- und Herbst-Outfits zeigen. Also ich habe mir gedacht, ich könnte das mal ein bisschen anders gestalten hier auf meinem Kanal. Ich komme aus Deutschland, ich lebe jetzt in den USA. Mein YouTube-Kanal ist bisher immer auf Englisch gewesen, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit Englisch im Internet mehr Leute erreichen kann. Allerdings ist es auch so, dass ich kein unfassbar großes Publikum auf YouTube hier habe, was völlig in Ordnung ist. Und ich denke, viele von euch, die sich meine Videos ansehen, sind meine Freunde von Deutschland oder meine Familie, meine Mama. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue jetzt einfach mal, vielleicht kann ich ja ein paar Videos auf Deutsch und auf Englisch machen. Dieses Jahr war absolut verrückt für mich. Wie gesagt, ich lebe in den USA, meine ganze Familie ist aber noch in Deutschland. Nicht nur war es ein historisches Jahr, einfach davon gesehen, dass momentan eine globale Pandemie herrscht und dass hier in den USA gerade Wahlen waren, aber auch in meinem persönlichen Leben hat sich sehr vieles verändert. Es war vermutlich das schwerste Jahr meines Lebens und das ereignisreichste bis jetzt. Dieses Jahr habe ich mich scheiden lassen, was zwar sich sehr schade anhört und sehr traurig. Die Entscheidung ist mir auch nicht leicht gefallen. Ich habe darüber sehr lange nachgedacht und gewartet, bis es quasi keinen anderen Ausweg mehr gegeben hat für mich, weil ich einfach keine Veränderung gesehen habe in der Beziehung. Trotz dem traurigen Thema Scheidung bin ich sehr, sehr glücklich darüber, wie es jetzt momentan aussieht in meinem Leben. Ich habe einen Freund, der wundervoll ist und mit dem ich sehr, sehr glücklich bin. Und deswegen denke ich, dass die Scheidung auf jeden Fall der richtige Weg für mich war. Außerdem bin ich gerade wieder umgezogen, was natürlich während einer Pandemie auch sehr lustig ist. Nicht wirklich. Dann werde ich in circa einem Monat von der University of Oklahoma meinen Abschluss in Biologie haben. Ich werde dann einen Bachelorabschluss haben. Das wird ein großer, neuer Lebensabschnitt werden. Und dann habe ich auch schon einen neuen Job, den ich nach den Abschlussprüfungen anfangen werde. Das heißt, es wird sich sehr vieles in meinem Leben verändern. Es hat sich dieses Jahr auch schon sehr vieles verändert. Also es ist definitiv das ereignisreichste Jahr meines Lebens. Und aus diesem Grund wollte ich sehr gerne ein paar Videos machen, hier während der Weihnachtszeit, die sich um schöne, einfache, normale Dinge handeln, die uns alle die Pandemie und was auch immer sonst noch los war dieses Jahr ein bisschen vergessen lassen. Ich persönlich liebe die Winter- und die Herbstzeit und deswegen möchte ich euch gerne meine Lieblings-Herbst- und Winter-Outfits zeigen. Ich liebe Outfits und Fashion und Haare und Make-up. Ich habe in keinem von diesen Dingen eine große Ahnung, aber ich mache trotzdem gerne Videos darüber. Alles klar, meine Lieben. Also dann zeige ich euch mal mein erstes Outfit, das ich heute anhabe. Das ist ein Kleid, das ich von Forever 21 vor ein paar Jahren gekauft habe. Es war gar nicht teuer. Ich glaube so um die 25 Dollar. Ich weiß nicht, ob es das momentan noch gibt. Ich finde einfach, die Farbe ist wunderschön für den Herbst und Winter. Es ist so ein dunkles Rot. Das gefällt mir besonders gut. Und ich finde auch diesen Kragen sehr schön. Mir gefällt das im Winter immer sehr gut, einen kleinen Rollkragen quasi zu haben. Dann, was ich auch noch sehr cool finde an diesem Kleid, ist die Hinterseite. Und zwar hier dieses kleine Cutout. Wie ihr sehen könnt, ich finde, das ist ein besonderes Detail an diesem Kleid, das mir sehr gut gefällt. Und ansonsten ist es einfach sehr stretchy. Es ist super bequem, das anzuhaben und das ist mir immer wichtig im Alltag. Dann meine Accessoires, die ich heute anhabe. Also ich habe diese Kette an, die ich sehr schön finde. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr beim Forever 21 gekauft. Dann habe ich meinen OU-Ring an, den ich eigentlich noch gar nicht tragen darf, weil ich eigentlich ja noch gar nicht meinen Abschluss habe. Aber durch die Pandemie mussten wir dieses Jahr alles, was an Abschlusszeremonien stattfand, schon vorher machen und das filmen. Und das wird dann während der eigentlichen Abschlussfeier in einem Livestream ausgestrahlt. Und deswegen, genau, wurden die Ringe auch schon vorher bestellt und meiner ist schon angekommen und ich trage ihn einfach schon. Ja, es fokussiert sich leider nicht, aber mir gefällt er einfach unfassbar gut in Gold und Silber. Dann habe ich auf der anderen Hand einen Schlangenring an, den ich auch sehr cool finde. Meine Nägel passen gar nicht zu meinem Kleid, weil die ein ganz anderer Rotton sind, aber das stört mich nicht. Ich habe heute meine Over-the-Knee über die Knie hohen Stiefel an. Die finde ich sehr bequem, die gefallen mir sehr gut, die sind sehr flach. Das heißt, ich kann den ganzen Tag darin laufen und sie sehen aber sehr schick aus und sie haben vorne so einen Samt. Und dann trage ich diese Faux Leder Leggings,
die mir auch sehr gut gefallen haben. Das war das Outfit von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde euch die restlichen Outfits dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch zeigen. Okay, I'm filming. You're filming. So, my boyfriend had the great idea of doing it before and after. This is how it ended. How to break your fall. Great. Okay, also für das zweite Outfit habe ich mich für was bisschen Einfaches entschieden. Ich habe meine Haare heute total offen und hatte sie über Nacht in geflochten, deswegen sind sie ganz schön wild. Den Schmuck halte ich heute relativ simpel und alles golden, also einfach eine nette goldene Kette und ein paar einfache Ohrringe, die dazu passen. Ich habe mich für ein paar Leoparden-Accessoires entschieden. Ich habe einen Gürtel und dazu passende Schuhe. Die Kombo gefällt mir total gut bei einem neutralen Outfit. Und dann das Hemd ist von Walmart. Total billig und total bequem. Die Jeans waren von American Eagle Outfitters. Die sind total bequem, oversized Mom Jeans und so zerrissen. Das hat mir total gut gefallen. I'm on my way to school now, but the sad thing about today's outfit is that I'm gonna have to take it off pretty soon because I'm going to the gym after class and my class is at 1, so it's like you're getting ready for 2 or 3 hours and then you're getting sweaty at the gym. But oh well, that's just how it goes sometimes. I'm just sad because my hair is perfect today. I wish it looked like this every day and it doesn't. So, oh well, you know, you win some, you lose some. There's worse things in the world. Okay, Outfit Nummer 3. Heute habe ich einen Pulli von Forever 21 an. Ich habe sehr viele Sachen von Forever 21, merke ich jetzt, wo ich dieses Video filme. Mir haben die Farben in diesem Pulli sehr gut gefallen. Ich finde, die sind sehr herbstlich, winterlich. Es ist zwar auch dieser rosane Streifen mit drin, der mich ein bisschen mehr an den Frühling erinnert, aber die Hauptfarben in diesem Pulli sind eher dunkel. Deswegen finde ich, passt das ganz gut in den Herbst. Für meine Accessoires, heute meine Ohrringe sind ganz schöne Statement-Ohrringe. Ich habe die, ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß, ich habe die aber tatsächlich in Deutschland gekauft, vor 2 Jahren, glaube ich. Dann habe ich diese wunderschöne Uhr an, die ich vor ein paar Jahren zu Weihnachten bekommen habe und sie gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Die ist riesengroß und auch quasi ein kleines Statement. Auf der anderen Hand wieder meinen Schlangenring, den ihr jetzt schon gesehen habt, den ziehe ich sehr gerne an. Die Hose habe ich bei einem Thrift-Shop gefunden. Die hat mich irgendwie $5 oder so gekostet. Die war überhaupt gar nicht teuer, hat mir perfekt gepasst. Hat diese coolen Risse in den Knien drin und ich finde, die sind einfach sehr cool. Ich mag diese High-Waisted-Hosen sowieso sehr gerne momentan. Die gefallen mir sehr gut, ist total bequem. Dann für meine Schuhe. Ich habe diese Schuhe letztes Jahr im Winter gekauft und die sind so bequem. Auch wenn sie sehr hoch aussehen, sind sie tatsächlich gar nicht so hoch, weil sie eine Plattform haben. Und die sind echt richtig bequem. Ich kann mit denen auch richtig den ganzen Tag rumlaufen, ist gar kein Problem. Und ich finde einfach, die sehen so cool aus in diesem Weiß. Ich finde, das sieht man nicht so oft. Das ist das ganze Outfit heute. Es ist überhaupt nicht kompliziert wieder mal. Ein Pulli, Jeans und Schuhe. Ich finde es total cool. Ich fühle mich sehr wohl darin. Es ist bequem und ich finde, es sieht einfach wieder herbstlich aus und ziemlich cool. Und dann mein Make-up für heute. Ich habe mich für sehr dramatische Augen entschieden. Das mache ich in letzter Zeit sehr häufig, weil ich eigentlich ein totaler Fan von krassen Lippenstiftfarben bin, vor allem zu dieser Jahreszeit. Aber momentan bringt das ja überhaupt gar nichts, weil wir alle Gesichtsmasken tragen müssen. Und von dem her sind dieses Jahr meine Augen so das Hauptmerkmal an meinem Make-up. Deswegen mache ich die immer total krass momentan. Und heute haben wir wieder das gleiche wie am ersten Tag. Am Morgen mache ich mich immer so schön fertig und stelle ein Outfit zusammen, um dann am Abend nach Hause zu kommen und sofort alles wieder auszuziehen. Ich habe meine Leggings an, bequeme Socken, meine warme Jacke, ich habe meinen ganzen Schmuck ausgezogen. Einfach weil ich fühle mich heute nicht besonders gut, nicht schrecklich, aber einfach ein klein bisschen Durchhängertag heute. Gerade während diesen Zeiten, finde ich, muss man nicht aus dem Haus gehen, wenn man eine andere Option hat. Ich werde meinen Kurs heute online machen und mich jetzt dann noch ein bisschen ausruhen. Hallo meine Lieben, heute ist Outfit Nummer 4 dran. Heute trage ich ein Overall-Kleid, das ich von H&M vor ein paar Jahren mal gekauft habe. Ich finde, es ist total cool.
cool, es sieht so ganz anders aus, es ist mal eine ganz andere Silhouette, die es einem verleiht. Ich finde vor allem dieses Detail so cool, dass hier der Reißverschluss wirklich bis nach ganz unten geht, also es ist total einfach, das Kleid an- und auszuziehen. Es ist sehr kurz, also würde ich es im Sommer nicht anziehen, weil dann mit Leggings wäre es alles zu heiß. Das Material ist auch relativ dick, deswegen ist das nichts für den Sommer, aber ich finde für den Winter ist es perfekt mit Leggings drunter und dann habe ich dieses rote Crop-T-Shirt an, das ich auch sehr cool finde. Ich finde die Kombination von Rot und Schwarz immer sehr herbstlich und sehr passend für diese Jahreszeit. Meine Lippen, ich habe wieder den gleichen Lippenstift drauf, den ich auch am ersten Tag auch anhatte. Und ich finde, das ist wieder eine perfekte Kombination. Es passt super zu dem roten T-Shirt, weil ich heute nicht aus dem Haus muss und mein Kurs wieder online ist. Von dem her muss ich mich um meine Maske heute nicht kümmern. Die Ohrringe habe ich vor 100.000 Jahren mal in Berlin irgendwo gekauft. Ich weiß gar nicht mehr wo, an irgendeiner Straßenecke, glaube ich. Und ich liebe Marilyn Monroe, also musste ich die sofort mitnehmen. Weil man heute meine Ohren ja sieht und meinen Schmuck, weil meine Haare jetzt zurück sind, habe ich mir gedacht, ich mache mal einen coolen Ohrring hier rein. Diesen Halbmond finde ich sehr cool, auf der anderen Seite den Stern. Dann wieder meinen Schlangenring, den ihr ja jetzt schon jeden Tag gesehen habt. Wieder die gleiche Uhr wie gestern, die ihr jetzt auch schon gesehen habt. Ich finde, das passt sehr gut mit dem Weiß, weil in meinen Schuhen ja auch weiß drin ist und dann die Schuhe sind weiß und schwarz. Also ich finde es sehr cool, wie alles einfach zusammenpasst heute bei diesem Outfit. Dann habe ich meine Nägel gemacht, also die sind jetzt auch dunkelrot, die passen jetzt auch endlich dazu. Und dann, weil es ja ein Herbst- oder Winteroutfit sein soll, habe ich mich dazu entschieden, das noch mit meiner Lederjacke zu kombinieren. Ich liebe diese Jacke, ich habe die vor 4 oder 5 Jahren mal bei Target gekauft und habe sie seitdem so oft angehabt. Sobald es kalt ist, habe ich diese Jacke an. Ich liebe sie und ich werde sie für immer und ewig anziehen, bis die Jacke auseinanderfällt. Ich finde, es passt sehr gut dazu. Es gibt dem ganzen Outfit irgendwie so einen Rocker-Biker-Chick Aussehen. Und das gefällt mir total gut. Das ist total mein Style, mein Vibe. Und ja, da bin ich ganz glücklich drüber, wie das heute aussieht. So, und dann werde ich jetzt auch noch ein bisschen betrügen. Und zwar, das letzte Outfit werde ich nicht am letzten Tag filmen, weil ich morgen in die Arbeit muss und dann gleich danach einen Kurs habe online. Und bis ich dann mal euch mein Outfit, sorry, der Hund macht Geräusche, bis ich euch dann mal mein Outfit zeigen könnte, würde es schon total nicht mehr so toll aussehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das einfach heute schnell anzuziehen und euch zu zeigen, einfach nur um der ganzen Woche noch einen schönen Abschluss zu geben und dann am Wochenende sagen wir einfach, ich gammel in der Jogginghose rum. Das passt, ne? Mein Arbeitsoutfit, ich muss ein schwarzes Oberteil anhaben. Ich arbeite bei Target als Starbucks Barista. Also für alle in Deutschland, das ist sowas wie, wenn beim V-Markt vorne dran ein Café ist. Ich bin quasi die Kaffeeschubse. Und wir müssen schwarze Outfits anhaben, beziehungsweise ein schwarzes Oberteil. Und ich finde das total langweilig, jeden Tag einfach nur ein einfaches schwarzes T-Shirt anzuhaben. Deswegen habe ich mir ein paar verschiedene Oberteile gekauft in schwarz. Ich habe eins, das aus Samt ist. Jetzt habe ich hier dieses, das so ein quasi Crop Top ist, dass es halt ein bisschen die Silhouette anders aussehen lässt jeden Tag, weil ich kann es einfach nicht jeden Tag gleich auszusehen. Und dann habe ich diese High-Waisted, super mega bequemen Jeans von H&M an. Die habe ich mir letztes Jahr bei H&M gekauft. Ich glaube 20 Euro. Ich habe die in H&M in Deutschland gekauft, also 20 Euro circa haben die gekostet. Ich glaube auch, dass es die immer noch gibt. Das sind so Basic Jeans. Die sind total stretchy, High-Waisted und sie haben echte Hosentaschen. Ich bin begeistert. Auf jeden Fall, die sind mir ein bisschen zu groß mittlerweile, weil ich dieses Jahr ein bisschen an Gewicht verloren habe. Deswegen habe ich schon neue bestellt. Die kommen aber erst in ein paar Wochen an. Und dann habe ich diese Schuhe an. Die habe ich vor 2 Jahren in Branson, Missouri gekauft. Die haben ca. $35 gekostet, glaube ich. Und die sind total bequem. Die halten meine Füße schön warm im Winter. Sind super einfach zum Anziehen wegen diesen Reißverschlüssen da an der Seite. Ich finde die Farbe sehr cool. Das ist einfach mein Arbeitsoutfit und darin fühle ich mich sehr wohl. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst es mich wissen, ob ihr gerne mehr deutsche Videos von mir sehen wollt, weil ich das natürlich auch sehr gerne mache. Außerdem schadet es vielleicht nicht, mein Deutsch ein bisschen zu üben, weil ich es langsam mehr oder weniger nicht vergesse. Aber es wird schwierig teilweise für mich zu sprechen, ohne viele M's und R's und R. Wie ihr ja bereits seht. Ja, lasst es mich wissen, was ihr von dem Video haltet. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.